Und willkommen zurück. Hier ist die Kristallhöhle, in der wir schon dreimal laden durften. Nur probieren wir mal zu verhandeln. Versuchen die Kreatur von Angriff Angst einzujagen. Ich hasse solche Kämpfe, weil die sind in der Regel nicht einfach. Das Spiel ist auf leicht und das ist ganz, ganz komisch. Wir mal gucken, was das für Erfahrungen gibt. Ja, ein bisschen, ne? So essentiell viel ist es aber auch nicht. Hey, Schuriken. Waren das 400 Goldmünzen? Ach du Scheiße. Okay, wir looten also erstmal. Okay. Die Gegner halten aus. Oder geben aus. Das ist auch nicht verkehrt, wenn man nicht die Rüstung hat. Dann kann ich vielleicht nach Rüstung gehen. Ja, gib mir Monsterbanden. Ich glaube, ich werde das erstmal ein bisschen. Kämpfen. Battle Stufe 10, das ist ganz gut. Ja, Tron, es ist super, dass du vorläufst. Das tust du. Sehr gut. Alter, wie die sofort auf mich drauf gehen. Dafür, dass er Barbar ist, hält er ziemlich wenig aus. Das ist das Problem. Am besten wäre es tatsächlich, hätten wir irgendwie so ein Barbar. Gott, was passiert hier? Schaden, 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 Schaden. Es gibt einen 17 wieder. Irgendwie liege ich nur rum, habe ich das Gefühl. Warum liege ich? Warum sterbe? Hä? Wieso liege ich hier im Sterben? Macht ihr auch mal was richtig? Gefälligst auf einen drauf. Ich hoffe, dass sie auch genug Geld haben. In Lebensmützen muss ich den kaufen. Für so eine Aktion hier. So. Wer hat denn noch genug Leben? Tron steht wieder auf. Das müsste ich eigentlich auch, weil ich nämlich jetzt genau über der Nullschwelle komme. Irgendeiner nutzt doch Bolzen, ja, ne? In Ordnung. Sicherlich. Folgt mir. Ich zeige euch, wie es geht. Ja, du. Ja, ja. Ich glaube, ich darf nicht fernkämpfen. Nahkämpfen. Ich muss über kurz oder lang auf Nahkampf gehen. Quatsch, auf Fernkampf. Krass, die haben wieder so viel Gold dabei. Teils. Nicht schlecht.
Tja. Tja, ich würde dann wirklich wohl sagen. Ich habe ja auch nichts, ne? Keine Schuhe, kein Gürtel, nix. Gar nichts. Das mit Stufe 8 ist erbärmlich. Mal wieder. Oh. Braunbären. Scheiße. Hänge ich auch noch gegen so ein Fest. Was du? Ja, mach mal den zusammen. Ist okay. Schön, der kommt zu mir. Misserfolg? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Gebet ist nochmal eine etwas stärkere Buff. Und den Zauber, dann ist das gar nicht schlecht. Macht aber nur Sinn im Kampf, weil dann auch die anderen Gegner geschwächt werden. Tja, die werden jetzt wohl kein Geld dabei haben. Haufenweise Bärenfälle. Naja, Hälfte, ne? So richtig interessant ist es aber nicht. Oh, scheiß auf die Überreste. Harald und Tron schon wieder halb tot. Das ist das Problem. Das ist... Das Spiel gibt nicht so das Futter. Nur 50 Gold. Ja, das mache ich mal. Dafür sind wir dann jetzt komplett. Ja, jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Was ich jetzt noch machen könnte, wäre nach Niewinter gehen. Super. Danke, Spiel. Danke, dass du mir den Weg zu kaputt machst. Ja, ich will nicht in den Kampf beitreten. Sehe ich so aus. Ich gehe nochmal hoch nach Niewinter und spreche mit den Typen. Erstmal betrete ich hier den Innenhof und gib mal mein Zeug ab, was ich gesammelt habe. Aber zwar bei dem. Ich habe jetzt Waffen und Rüstung aus Fernelin zu verkaufen. Gute Qualität. Oh, echt? Dann zeig mal her. Was habe ich denn da? Ich habe eine Komfortrüstung. Klingt ja schon mal nicht sehr gut. Obwohl, das geht. Das ist eine Rüstungsklasse 6 plus 2. Mit Bonus auf Heilen. Und ist sogar noch geringeres Gewicht.
Aber ich habe überhaupt keine Armschienen. Geschweige denn ein Gürtel. Und ich würde wirklich gerne auf Fernkampf gehen, weil das ist abartig, wie viele Gegner plötzlich vor mir stehen. Gut, verkaufen wir erstmal das Zeug hier an ihm. Säurefläschchen, ich behalte das mal wegen den Trollen. Aber jetzt mit Säurefläschchen auf Gegner zu schmeißen, ist das nicht gerade toll. Zerbrochene Flasche. Das ist ein Dolch. Okay. Das ist null wert. Lass fallen. Das ist Tote beleben, ne? Ach, und toter Skelett. Okay, na, verkaufen. Tote erwecken ist aber interessant. Das behalte ich. Das ist quasi, wenn ich diese Münzen nicht habe, kann ich das benutzen. Da ist nichts drin. Den magischen Beutel auch nicht gut. Aber noch ein Säurefläschchen. Die sich nicht stacken lassen. Okay. Alarmstände sind zum Rasten da. Soweit, so gut. Ich weiß nicht, wie ihr das findet. Wenn ich bescheißen soll oder bescheißen darf, sagt das bitte. Da würde ich mir in der Regel Gold farmen. Also Gold geben. Und mir alle Rüstungsteile holen, damit ich besser ausgestattet bin. Vorzugsweise etwas bessere. Der hat aber noch einen Hochfelshändler. Schwächer Ring der Kälteresistenz 12.000. Auch nur Kälte 10%. Ja. Unsichtbarkeitsring? Achso, kann unsichtbar machen. Das ist dann auch alles. Hat der nicht irgendwie mal... Schattenhaut. 0 plus 5. Und Zauberresistenz 24. Das ist natürlich richtig cool für einen Hexenmeister. Der kriegt dann dadurch erstmal 5 Rüstung. Schild der Wacht. Schild gegen Mensch. Schreckensmantel. Guckt euch das an, wie teuer das Ding ist. Ach du Scheiße. Minus 2 Konstitution. Dafür immun gegen hinterhältige Angriff. Gegen Lähmung. Malus auf alle Rettungswürfe gegen Krankheit, minus 8, gibt aber einen RK-Bonus auf 10. Hat eine magische Resistenz von 15% und 50% Verwundbarkeit gegen Feuerschaden. Das ist Anfälligkeit. Ne, stimmt gar nicht. Man ist dann 50% anfällig gegen Feuer. Krass. Das ist eine merkwürdige Robe. Naja. Ah, das ist auch zu kotzen, ey, dass ihr nichts habt hier. Es ist nichts in meinen Augen. Ja, ich würde tatsächlich dann sagen, ich behalte trotzdem das Schwert. Und gehe dann am besten auf das andere. Wie hoch ist mein Geschicklichkeitsbonus? 0. Ich habe einen Stärke von plus 3. Ja, wahrscheinlich auch noch so gesetzt, ne? Naja. Es gibt als Talent irgendwann Sendenbogen schießen. Das müsste ich dann nehmen. Zwangsweise, damit ich dann aus der Ferne angreifen kann. Das ist ganz gut. Da würde ich mir jetzt einfach
Habe ich schon irgendwelche Talente in der Richtung? Gesucht. Ich bin in Samarach nicht willkommen. Mit Schilden, Kriegswaffen. Einfach aber nichts gelernt oder so, ne? Ne. Sehr gut, dann kann ich mich tatsächlich frei auswählen. Ah, das Langbogen. Stichwaffe, kritische Treffer mal 3. Ah, W10. Ich hatte immer gute Erfahrungen gemacht mit einer Armbrust. Also würde ich sagen, ich hole mir die schwere Armbrust plus 1. Zack. Kann leider nichts beides tragen, ja. Und macht das folgendermaßen. Ich packe mir die hier unten rein. Und kann so zwar sie hin und her wechseln. So, jetzt brauche ich Bolzen. Das reicht erstmal. So, jetzt bin ich Fankämpfer. Und was ich auch noch ändern will, das mache ich gleich. Danke fürs Zusehen.